Glück auf zu Sommer daheim. Daheim meint das Erzgebirge und da lässt sich vieles entdecken. Zum Beispiel dieser Obelisk. Er erinnert in Waschleite am Fürstenberg an den sächsischen Prinzenraub im Jahr 1455. Ein Köhler namens Schmidt hatte hier den Entführer gestellt. Um das Denkmal zu schützen, wurde daneben 1838-39 ein Blockhaus in Form einer Köhlerhütte gebaut. Bis heute ist das eine beliebte Einkehrstätte, auch für Familien. Letzter Schultag vor den Sommerferien. Wer denkt da noch an Unterricht? Es gab die Zeugnisse und für Viertklässler in Schwarzenberg Freikarten für eine Sportveranstaltung. So waren Hauptamtsleiterin Silvia Mack und Günter Sommer vom SV Fortuna Pöhler 1884 mit Eintrittskarten für den 22. Ladies Cup in die Grundschule Neuwelt gekommen. Der Ladies Cup ist ein traditioneller Sommerwettkampf für Skispringerinnen. Auf der Pöhlbachschanze in Pöhler wird in diesem Jahr am 9. August gesprungen. Die anderen drei Grundschulen im Stadtgebiet erhalten natürlich ebenso Karten für ihre Viertklässler. Wie in den vergangenen Jahren erhalten alle Mädchen und Jungs in Schwarzenberg zum Abschluss der Grundschulzeit natürlich auch ein Geschenk der Stadtverwaltung. So begleiten einfach sagenhaft Trinkflaschen die Kinder in ihren neuen Lebensabschnitt. Sachsenweit bekamen am Mittwoch 520.400 Schüler ihre Zeugnisse. Vom 20. Juni bis 2. August sind in Sachsen Sommerferien. Zu heftigen Gewittern kam es am Dienstag in Sachsen. Betroffen waren auch einige Regionen im Erzgebirge. Unwetter haben mancherorts auch für Schäden gesorgt. So zog zum Beispiel in Hartenstein am Abend eine sogenannte Superzelle hinweg. Dabei traten Starkregen und Hagel mit Korngrößen von bis zu 9 cm auf. Autofahrer, die in das Unwetter hineingefahren waren, suchten Schutz unterm Dach einer Tankstelle. Im Großen und Ganzen ist man in Westsachsen und im Erzgebirge aber mit einem blauen Auge davon gekommen. Wettermodelle hatten im Vorfeld eine deutlich stärkere Gewitterzelle vorhergesagt. Nach dem Gewitterdurchzug bildete sich ein Regenbogen. Ein Verkehrshinweis. In Stolberg beginnen am 20. Juni die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung an der Kreuzung S258 Hohensteiner Straße. Im Rahmen der Maßnahme werden Schäden an der Fahrbahn durch eine Erneuerung der Asphaltdeck und der Binderschicht beseitigt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am 5. Juli fertiggestellt werden. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung der S258 durchgeführt. Der 21. Juni ist der längste Tag des Jahres und der Termin für die Fête de la Musique. Zwönitz gehört seit Jahren zu den teilnehmenden Orten im Erzgebirge. Auf die Besucher warten 2024 an diesem Tag 12 Musikpunkte mit handgemachter Live-Musik. Die Fête de la Musique verwandelt am 21. Juni zum Beispiel auch Annaberg, Buchholz und Stolberg in eine Bühne. Auf Schloss Schlettau wurde am 14. Juni eine neue Sonderausstellung eröffnet. Anlässlich des 100. Geburtstages des 2008 verstorbenen Tannenberger Künstlers Karl-Heinz Westenburger werden Werke in unterschiedlichen künstlerischen Techniken aus allen Schaffensperioden des Künstlers präsentiert. Dazu zählen noch nie öffentlich gezeigte Arbeiten aus dem Nachlass Westenburgers. Alexander Stoll, Kurator der Sammlung Erzgebirgische Volkskunst, bringt uns den Künstler etwas näher.
Also Karl-Heinz Westenburger war wirklich, was die Kunst im Erzgebirge anbetrifft, ein Dreh- und Angelpunkt. Also bei ihm liefen viele Fäden zusammen. Er war ein sehr offener, gesprächsfreudiger Mensch. Man kam mit ihm sofort ins Gespräch über Gott und die Welt, wenn man so will. Und er kannte oft auch kein Ende. Also es ging dann schnell stundenlang, dass man von einem zum nächsten mit ihm diskutieren konnte. Er wusste zu begeistern und mitzuziehen. Hatte immer wieder auch neue Ideen im Kopf und Dinge, die angegangen werden müssen. Und so war das eigentlich ein wirklich sehr angenehmer Zeitgenosse, mit ihm da über alles Mögliche sprechen zu können. Westenburger wirkte über viele Jahre mit großem Einsatz für seine Kolleginnen und Kollegen im Verband Bildender Künstler. Er leitete zahlreiche Zirkel und engagierte sich darüber hinaus als Denkmalpfleger und Naturschützer für seine erzgebirgische Heimat. Und auch auf das Entstehen der Sammlung Erzgebirgische Landschaftskunst war er von großer Bedeutung. Also die Sammlung Erzgebirgische Landschaftskunst wäre ohne Karl-Heinz Westenburger nicht zustande gekommen. Er hatte die ursprüngliche Idee und hat gesagt, wir haben hier im Erzgebirge eigentlich keinen institutionellen Ort, wo die Kunst des Erzgebirges gesammelt und auch öffentlich gezeigt wird. Und wir müssen da irgendwie etwas schaffen, auch angesichts des nahenden Problems, was mit Nachlässen von Künstlern, die dann sterben, mal passieren wird. Und er wusste schon, dass es zu verhindern galt, dass das alles in alle Winde zerstreut wird. Und so hat er also so kurz nach 2002 immer wieder davon gesprochen und versucht, auch Partner zu finden. Einer davon war Steffen Meyer, der damals beim Landkreis Annaberg für Kultur zuständig war. Und er hat dann sozusagen die strukturellen Weichen gestellt. Und Karl-Heinz war auch immer wieder der Motor zu sagen, na, wie weit sind wir denn und wann geht's denn endlich los? Und 2003 haben wir dann also hier die erste Ausstellung für die Sammlung Erzgebirgische Landschaftskunst eröffnet, mit Karl-Heinz Westenburger an der Seite. Und er hat dann bis zu seinem Tod auch die frühen Jahre der Sammlung intensiv begleitet. Er kannte ja viele Künstlerinnen und Künstler in der näheren und auch in der weiteren Umgebung, die er alle aktiviert hat, die er alle angesprochen hat. Hört, wir sind dabei, hier eine Sammlung aufzubauen, wollt ihr dort nicht auch vertreten sein? Und natürlich, Ankaufsgelder sind rar, sodass also das meiste dann auch über Schenkungen in die Sammlung gelangt ist. Die jetzt zu sehende umfangreiche Westenburger Ausstellung bietet Gelegenheit zur Wiederbelebung bzw. auch Neuentdeckung einer bedeutenden Künstlerpersönlichkeit des Erzgebirges. Die Ausstellung jetzt zum 100. Geburtstag ist natürlich eine Jubiläumsschau. Wir hatten in den vergangenen Jahren ja immer wieder auch schon Karl-Heinz Westenburger hier mit gezeigt zu verschiedenen Themen und Aspekten, sodass wir für dieses Mal eine Art Retrospektive angelegt haben. Das heißt, es reicht von 1945 bis kurz vor seinem Tod, ist also die gesamte Bandbreite seines Schaffens sichtbar. Natürlich nicht alle Aspekte, also er hat ja ein sehr breites künstlerisches Werk hinterlassen, auch von der Menge her. Das wäre also mit einer Ausstellung gar nicht zu bestreiten. Aber man gewinnt doch einen Eindruck, auch was seine Themen waren, was seine Motive waren und auch wie seine künstlerische Entwicklung von den 50er Jahren bis 2006, 2007 verlaufen ist. Die neue Ausstellung präsentiert Werke in unterschiedlichen künstlerischen Techniken aus allen Schaffensperioden Karl-Heinz Westenburgers, geboren 1924, gestorben 2008. Dazu zählen noch nie öffentlich gezeigte Arbeiten aus dem Nachlass des Künstlers. Somit kann seine künstlerische Entwicklung anhand prägnanter Beispiele nachvollzogen werden. Das älteste Bild ist von 1945. Das ist eine Schenkung, ein kleines Blumenstillleben, was wir erst kürzlich erhalten haben von einem Bürger aus Siebenhöfen bei Tannenberg, der das sicherlich von Karl-Heinz Westenburger mal erhalten hat oder die Vorfahren erhalten haben. Und er meinte, das wäre doch in unserer Sammlung gut aufgehoben und das bildet jetzt so ein bisschen den Startpunkt. Das ist natürlich noch kein künstlerischer Höhepunkt. Ne? Er war damals kurz über 20 und noch vor seinem Studium, er hat ja relativ spät studieren können, da er erst noch Soldat im Zweiten Weltkrieg war. Und
Aber es zeigt schon, dass er also eine große Vorliebe für die Natur und insbesondere auch für Blumen hatte. Und was ist jetzt das jüngste Bild der Sonderausstellung? Das letzte Bild zeigt auch wieder Blumen. Das ist eine Zeichnung aus dem Jahr 2006 mit Aloe-Pflanzen, die er also auf seiner Atelierfensterbank dort versammelt hatte. Gezeigt wird die Sonderausstellung Karl-Heinz Westenburger Retrospektive zum 100. Geburtstag bis 27. Oktober auf Schloss Schlettau. Bei einem Restaurantbesuch in den Wald pinkeln, das kann man neuerdings in der Köhlerhütte Fürstenbrunn. Was es damit auf sich hat, das erfahren Sie in der nächsten Sendung von Sommer daheim. Jetzt geht es erstmal bei der Bundeswehr in Marienberg weiter. Am Samstag, den 15. Juni 2024, öffnete das Panzergrenadierbataillon 371 in der Erzgebirgskaserne Marienberg seine Tore für die Öffentlichkeit. Beim Tag der offenen Tür bot sich den Besuchern die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der Bundeswehr zu werfen. Tausende Besucher aus der Region und darüber hinaus waren der Einladung gefolgt, um mehr über die Bundeswehr und ihre Aufgaben zu erfahren. Für die Besucher wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Neben Vorführungen und Ausstellungen konnten sie unter anderem auch verschiedene Fahrzeuge und Waffensysteme der Bundeswehr besichtigen. Wir haben hier von statischer Waffenschau und Geräteschau, wo man das alles mal anfassen und anschauen kann, bis hin zu dynamischen Anteilen, hier urbane Operation, exzellent vorbereitet, bis hin zum Mitfahren von Panzern, Geländewagen, bis hin zu verschiedene Informationsmöglichkeiten, die aufgebaut sind und auch Blaulichtmeile, THW ist dabei, Feuerwehr ist dabei, Rettungsdienst ist dabei und auch aus dem Ausland unterstützen uns unsere tschechischen Kameraden. Also hier ist für alle groß, kleinen Bevölkerungsgruppen Anteil was dabei. Der Zweck ist ganz klar. Wir wollen der Öffentlichkeit zu uns einladen, den Blick hinter die Kulissen gewähren, zeigen, was wir können, was wir auch leisten können. Da geht es auch um ein Stück, auch das Vertrauen in uns, dass man sich auf uns verlassen kann. Und darum geht es am Ende des Tages. Natürlich auch hier Interessierten, die die Bundeswehr vielleicht als zukünftigen Arbeitgeber sehen wollen, denen hier auch einen Einblick zu geben. Also das Komplettportfolio. Das ist eigentlich der Zweck, die beiden Hauptzwecke, warum wir das heute hier machen. Ja, der Stellenwert ist für uns als Parlamentsarmee natürlich groß. Solche Veranstaltungen gehören mit dazu, weil wir ja Teil der Öffentlichkeit sind und uns auch der Öffentlichkeit zeigen wollen, dass es bei uns hier nichts zu verstecken oder verbergen gibt. Und deswegen hat das einen hohen Anteil. Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig und es gehört ganz normal zum Auftrag mit dazu. Denkmal gesetzt. In Rittersgrün gibt es am Ortsausgang Richtung Oberwiesenthal am rechten Straßenrand einen kleinen Park. In dessen Mitte befindet sich ein Denkmal. Gemauert aus Feldsteinen und mit einer silbernen, glänzenden Kugel gekrönt, steht es hier zum Gedenken an die Opfer eines Todesmarsches von KZ-Häftlingen. Am 19. April 1945 passierte ein solcher Todesmarsch Rittersgrün. Eine Tafel neben dem Denkmal gibt dazu detaillierte Auskunft. Ursprünglich erbaut wurde das Denkmal 1960 zu Ehren des im KZ Buchenwald ermordeten Arbeiterführers Ernst Thälmann. Der Park bekam die Bezeichnung Ernst Thälmann Ehrenhain. Im Jahre 2010 wurde der Bereich auf Beschluss des Ortschaftsrates Rittersgrün und des Gemeinderates Breitenbrunnen umgestaltet. Am 20. April 2011 wurde die Anlage zu ihrer heutigen Bestimmung eröffnet. Auf einer Tafel am Fuß des Denkmals wird Guido Pilz genannt.
Der Mann aus Lautert schmuggelte in der Tschechoslowakei hergestellte Schriften gegen das Naziregime über die Grenze und wurde unweit des Denkmalstandortes erschossen. Sportliche Herausforderung. Das ist für mich ein Lebenselixier. Als ich vor circa 2 Jahren bei einem Golfturnier ganz fürchterliche Schmerzen in meinem Hüftgelenk hatte, war es für mich eine mittlere Katastrophe. Dann habe ich von Rosaxan gehört. Und seit ich Rosaxan einnehme, sind diese Schmerzen komplett verschwunden. Jetzt kann ich mich endlich wieder meinen neuen sportlichen Zielen hingeben und freue mich sehr darauf. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Design, Beratung, Realisierung, Hosting. Ja, alles fürs Web. Und die IT dahinter? Klar, ne? Beratung, Installation, Sicherheit, Service, Support. Aus einer Hand? Natürlich. Und einen Shop. Einen Shop brauche ich auch. Machbar, ne? Und sogar in 3D. Denkarbeiter. Denken und arbeiten. Denken beim Arbeiten. Ja, gibt's nicht oft. Digital. Alles digital. 30 Jahre Erfahrung. Na dann, die kommen sogar ins Haus. Cool. Und sind bei Facebook. Like. Instagram. Like. Denkarbeiter. Eine Marke der Kabeljournal GmbH. Web und IT aus einer Hand. Macht Sinn. Like. Machen Sie den Dienstag zu Ihrem Glückstag. Mit Pay and Win Ihrer Sparkasse haben Sie jede Woche die Chance auf bis zu 3.000 Euro. Die Teilnahme an Pay and Win kostet Sie nichts. Gehen Sie einfach auf payandwin.de. Registrieren Sie sich mit Ihrem Sparkassenkonto und bezahlen Sie so häufig wie möglich bargeldlos. Und schon nehmen Sie automatisch jede Woche an der Gewinnziehung teil. Pay and Win. Ganz schön clever. Wir haben dafür gesorgt, dass sie in Verbindung bleiben. Dass unsere Kinder weiterlernen können. Dass sie ihre Geschäfte erledigen können. Wir haben sie entspannen lassen. Spielen lassen. Haben Spaß gebracht und manche Langeweile bekämpft. Dafür haben wir uns richtig krumm gemacht. Für Highspeed-Internet bei Ihnen zu Hause. Über Ihr Fernsehkabel mit KM3. Bestellen Sie jetzt Ihren Anschluss an die Zukunft mit KM3. Verfügbarkeit, Beratung, Tarife und Bestellung auf km3.de, per Telefon oder bei einem unserer Servicepartner vor Ort. KM3 – Ihr Anschluss an die Zukunft. Als das Bandoneon-Orchester Dresden am 9. Juni sein Jubiläumskonzert zu seinem 110. Geburtstag gestaltete, war der Bandoneon-Verein Karlsfeld in der Kirche im Stadtteil Leubnitz-Neu-Ostra mit von der Partie. Bernd Junghans, Leiter des Dresdner Bandoneon-Orchesters, bedankte sich, dass der Bandoneon-Verein Karlsfeld der Einladung gefolgt war. Die beiden Vereine wurden in den letzten Jahren echte Musikfreunde. Die Karlsfelder waren bereits zum 100- und zum 105-jährigen Jubiläum eingeladen. Man mag sich wundern, dass im 5-Jahres-Rhythmus ein Jubiläumskonzert stattfindet. Aber auch das Bandoneon-Orchester Dresden hat Nachwuchssorgen. Zum 100. Geburtstag spielten noch 18 Musiker. Jetzt sind es nur noch 8. Und so hangelt man sich im 5-Jahres-Rhythmus von Jubiläum zu Jubiläum. Der Karlsfelder Robert Wallschläger sagte als einer der Gratulanten, dass die Dresdner Bandoneon-Spieler ihm immer sehr viel in seiner musikalischen Entwicklung gegeben haben. Der erste Teil des Konzerts wurde von den Dresdnern gestaltet. Das Repertoire reichte von tschechischer Polka über Tango, ABBA-Medley, Operettenmelodien bis zu Beatles-Medley, das die Besucher mit besonderem Applaus bedachten. Im zweiten Teil verstärkten die Karlsfelder das Orchester.
Nach dem 90-minütigen Programm erklatschten sich die Gäste bei stehenden Ovationen noch eine Zugabe. Erfreuliches Fazit von Christel Eberlein vom Bandoneon-Verein Karlsfeld. Es war für alle ein sehr schönes Konzert in dieser wundervollen Kirche. Älteren könnte das Gotteshaus aus einem Krimi bekannt sein. Im Jahr 1973 war diese Kirche Schauplatz im Film Eine Madonna zu viel aus der Serie Polizeiruf 110. »150 Jahre sind eine lange Zeit. So lange gibt es in Ehrenfriedersdorf die Feuerwehr. Und da scheinen die 3 Tage, an denen das gefeiert wurde, eine relativ kurze Zeit zu sein. Doch bei den Festaktivitäten anlässlich 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Ehrenfriedersdorf war vom 14. bis 16. Juni für jeden etwas dabei.« Beim Festumzug war das markante Tatütata immer wieder zu hören. Kein Wunder, bei der Parade am Sonnabend durch die Stadt waren ja genügend Feuerwehrleute mit ihren Fahrzeugen dabei. Die rund 50 aktiven Kameraden der Feuerwehr Ehrenfriedersdorf können selbst mit 6 Fahrzeugen ausrücken. Der Grund dafür, dass vor 150 Jahren in Ehrenfriedersdorf eine Feuerwehr geschaffen wurde, war ein großer Stadtbrand. Die Jubiläumsfeierlichkeiten hatten am Freitag nach der feierlichen Eröffnung mit einer Blaskapelle, der Freiwilligen Feuerwehr Schönfeld und mit einer AC/DC-Coverband begonnen. Am Sonnabend gab es neben dem Festumzug unter anderem am Nachmittag ein Familienprogramm und am Abend eine Party im Festzelt. Am Sonntag standen unter anderem ein Blaulichtgottesdienst und eine große Schauübung auf dem Programm. Im Beratungscenter Schneeberg der Erzgebirgssparkasse ist neue Mode eingezogen. Sie kam mit der Sonderausstellung Modeperspektiven ins Haus. Zur Eröffnung der Schau sagte Filialleiter Thomas Schramm: Schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Wir feiern heute ja nicht nur die Eröffnung von der Mode, sondern wir feiern ja auch im Endeffekt die Kreativität, die Ideen von angehenden Modedesignern, von Studenten der Fachhochschule Schneeberg. Die Schau präsentiert einerseits interessante Kleidungsstücke, andererseits soll sie auch die Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg der Westsächsischen Hochschule Zwickau in der Bergstadt bekannter machen. Die Fakultät vereinigt in Schneeberg die Studienrichtung Holzgestaltung, Modedesign und Textilkunst, Textildesign. Die Sonderausstellung Modeperspektiven der Studienrichtung Modedesign ist bis 12. Juli in Schneeberg in der Erzgebirgssparkasse zu sehen. Ein Besuch ist kostenlos zu den Öffnungszeiten des Beratungszentrums am Fürstenplatz möglich. Jede Menge größere Feste gab es am 3. Juni-Wochenende, dem letzten vor den Sommerferien. In Aue-Bad Schlema wurde das 30-jährige Bestehen der Stadtwerke gefeiert. Da das 2-tägige Fest am Freitagabend mit dem Beginn der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land startete, wurde zum Auftakt zu einem Public Viewing des Eröffnungsspiels Deutschland gegen Schottland eingeladen. Die Gäste auf dem Anton-Günther-Platz sahen einen souveränen 5:1-Sieg der EM-Gastgeber. Am Samstagabend wurde dann zum Familienfest bei freiem Eintritt allerhand für Groß und Klein geboten.
Und noch der Hinweis auf eine Straßensperrung. In Ehrenfriedersdorf soll die B95 vom 20. Juni bis voraussichtlich 16. August im Abschnitt zwischen der Zufahrt zum Sauberg und der Saubergstraße voll gesperrt werden. Grund hierfür ist die Erneuerung der Gasleitung und der Gashausanschlüsse. Eine Umleitung wird in beiden Fahrtrichtungen über Geier ausgewiesen. Informationen zum ÖPNV entnehmen Sie bitte den Aushängen an den Haltestellen oder der Homepage des RVE. Draußen viel zu kalt zum Baden? Das Dr. Kurt Geithner Bad und die Stadtwerke Schneeberg laden Sie ein und präsentieren Ihnen die Tagesbilder. Wie das Wetter auch wird, das Dr. Kurt Geithner Bad und die Stadtwerke Schneeberg laden Sie zum Baden ein und wünschen einen schönen Tag.